Ja, hallo liebe Film- und Serienfreunde auf YouTube. Heute habe ich etwas ganz Besonderes, worauf ich sehr stolz bin. Ich habe nämlich die Lost Komplett Box auf Blu-ray ergattert. Das war ein sensationell günstiger Preis, ein Tagesangebot. Ich meine, es war ein Tagesangebot für nur 79 Euro bei Amazon. Jetzt mittlerweile natürlich wieder viel teurer. Und ja, die geniale Mystery-Serie auf Blu-ray. Das konnte ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Und auffallend ist vor allem der Größenunterschied zwischen der Blu-ray-Box und der DVD-Box, und den zeige ich euch jetzt. Hier habe ich mal einen Größenvergleich gemacht zwischen Lost, die komplette Serie auf DVD, die limitierte Box-Edition, also die Collector's Edition sozusagen, und der Lost-Box Blu-ray. Und das ist schon ein erheblicher Größenunterschied, wie man ja sehen kann. Wobei es ja generell ganz cool ist, dass Blu-rays platzsparend sind, aber als kleinen Vergleich. Wenn man sich das so ansieht, ist das schon beachtlich. Gucken wir uns nun die Blu-ray-Box etwas genauer an. Und es fällt natürlich auf. Das FSK 18-Logo, in dem Fall aber auf der Folie und somit entfernbar, was natürlich sehr schön ist. Ja, es ist würfelförmig. Hier oben, na, sieht man das, hat man ein Abbild der Insel. Ansonsten ist das nicht so spektakulär gearbeitet. Aber zumindest sehr stabiler Karton, und dadurch kann ich mir denken, dass das sehr robust ist und die Haltbarkeit der Blu-rays doch verlängern wird. Also machen wir das Ganze mal auf. So, ja, genau, weg mit dem FSK-Logo. Sieht auch gleich viel besser aus. Hier diese Schrift ist übrigens so geprägt, und das sieht eigentlich sehr cool aus. Dann kann man das hier abmachen, und es kommen die einzelnen Blu-ray-Staffeln zum Vorschein. Ah, ich dachte, man kann das vielleicht ja auch noch rausnehmen, aber das, nee, das ist wohl fest. Da haben wir also Staffel 2. Das ist ja auch die 18er Staffel. Die dritte Staffel. Die vierte Lost Staffel Nummer 5. Finale sechste Staffel als Blu-ray, und hier ist noch eine Bonus-Disc. Hier wäre interessant, ob es sich hierbei um die identische Bonus-Disc handelt wie bei der limitierten Auflage der DVD-Edition. Sieht eigentlich genauso aus und ja, wäre vielleicht ganz cool, wenn es dann dasselbe ist, weil das waren ein paar wirklich coole Extras dabei. Ja, das war auch schon das Unboxing zur Komplettedition von Lost auf Blu-ray. Zu den einzelnen Boxen werde ich dann irgendwann später nochmal kommen. Bis zum nächsten Video.